Mein lieber Björn, mein lieber Kollege Björn Kasper ist mal wieder unterwegs im Auftrag von Sonnenklar TV und er ist heute gelandet in Friedrichshafen auf der Messe Urlaub, Freizeit und Reisen 2019 und er schaut sich dort natürlich mal um, was es so für Trends gibt und er ist jetzt bei Canada Dream Tours und die beiden Geschäftsführer Manuela Wagner und Robert Wassermann hat er bei sich stehen. Ich bin ganz sehr gespannt, mein Lieber, was du uns heute aus Friedrichshafen zu berichten hast. Erstmal schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer. Ja, ich dachte, nach der ITB, die weltweit größte Tourismusmesse, kann man keine Trends mehr herausfinden. Aber doch, ich bin in Friedrichshafen, ich bin bei Canada Dream Tours und hier dreht sich alles um Kanada-Reisen. Und ich muss sagen, ich war vor 2 Jahren in Kanada persönlich. Es war traumhaft. Ich war in Toronto, ich war am CN Tower und ich war bei den Niagara Falls. Und warum sollte ich mir unbedingt Kanada auf meinen Zettel schreiben? Ja, Kanada hat sehr viel zu bieten, von unberührter, unglaublicher Natur vielerorts bis hin zu faszinierenden Städten. Die Natur ist vielerorts eben noch intakt. Je weiter, dass man rauskommt, kann man das einfach auch spüren, diese Natur. Ja? Und in die Städte ist zu erwähnen vielleicht Vancouver, ist eines der lebenswertesten Städte der Welt. Sehr große Attraktion. Und ihr habt euch komplett spezialisiert auf Kanada-Tours. Warum und was macht euch besonders aus? Ja, die Firma kam zustande aufgrund der Leidenschaft zu Kanada. Robert reist seit über 30 Jahren nach Kanada und so kam die Idee. Und wir beraten und verkaufen mit absoluter Leidenschaft eines der schönsten Länder der Welt und versuchen einfach das, was wir erlebt haben, auch den Kunden in unseren Reisen wiederzugeben. Mehrwert, den wir selber erlebt haben. Wo kann ich mich informieren? Also wo findet man euch außer jetzt hier auf Messen? Natürlich im Internet. Unter www.kanadareise.de haben wir ganz viele Ideen auf den Internetseiten, was man machen kann, aber nicht muss. Das sind alles immer nur Reiseideen. Man findet uns deutschlandweit auf Messen und natürlich auf Facebook und Instagram. Habt ihr besondere Tipps? Also in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, wenn ich Kanada bereise, also ich war auf dem CN Tower, der höchste Fernsehturm der Welt. Habt ihr noch weitere Tipps? Also Kanada ist ja unendlich. Ich meine, es gibt viele Punkte in Kanada, ganz im Osten. Was man gesehen haben sollte, wäre der Cabot Trail mit fantastischen Aussichten. Die Hopewell Rocks mit den höchsten Gehzeiten der Welt. Also die haben einen Tittenhub bis zu 16 Meter Unterschied. Oder dann weiter im Osten die faszinierende Landschaft entlang des St. Lorenz-Stroms mit einer besonderen Lodge, was wir im Programm haben, die Sakokomi Lodge. Die sollte man bei der Reise nicht auslassen. Dann weiter Richtung Westen. Sie haben es schon erwähnt, Toronto, CN Tower, die Niagara-Fälle. Dort kann man einen Helikopterflug machen, was interessant ist. Oder mit dem Zug von Toronto bis Vancouver rüberfahren. Im Westen natürlich die Rocky Mountains. Also unendlich viel und Kanada unendliche Weiten. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, Kanada und Kanada Dream Tours, mein absoluter Tipp von dieser Messe. Und ich fand Kanada gigantisch und gebe zurück zu euch nach München und zum Jan. Schöne Grüße vom Kasper, der einzige Kasper, der nicht lustig ist. Ja, so habe ich dich damals getauft, mein Lieber. Viele Grüße nach Friedrichshafen, grüßen wir die beiden Geschäftsführer. Ja, und Kanada ist einfach traumhaft schön. Viel Spaß noch in Friedrichshafen hier auf der Messe Urlaub, Freizeit und Reise 2019. Und bei uns, liebe Zuschauer, geht's weiter im Programm.